Der beliebteste Bahnhof bei Pendlern im Kreis Böblingen war vermutlich der in Ehningen. Dort konnte man stets kostenlos sein Auto abstellen und dann in die S-Bahn umsteigen. Doch dieser Zug ist jetzt abgefahren. Seit kurzem zieren Parkautomaten das Gelände. Die Folgen sind schon zu erkennen. Wo man früher Glück haben musste, einen freien Platz zu ergattern, empfängt einen jetzt teilweise gähnende Leere. Einen ganzen Tag dort zu parken kostet 1,50 Euro. Das Monatsticket bekommt man für 15 Euro. Für viele Leute zu teuer. Die stellen ihr Auto dafür in den angrenzenden Wohngebieten ab, um weiter nichts bezahlen zu müssen.